Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen zur nächsten Folge der Deutschlandkarte auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind in Saalfeld, das ist heute unser Ausgangspunkt. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich mir noch nicht ganz sicher bin, was wir machen. Ich habe mir überlegt, wir bauen unsere erste Regionalverkehrsstrecke, den RE12, ja, ist das Vorbild. Der beginnt in Saalfeld, fährt über Gera, glaube ich, oder über Halle, bin ich mir gar nicht sicher, bis nach Leipzig. Aber unser Regionalexpress hier, der fährt als RE12 von Saalfeld über Jena nach Halle, nach Leipzig, nach Lutherstadt-Wittenberg, Berlin und dann, ja, mal gucken, wo er endet. Vielleicht in Greifswald oder Usedom könnten wir mal machen. Oder wir lassen ihn hier in Joyna, wird das so ausgesprochen, enden. Könnten wir auch machen. Aber ich denke, dass wir heute vielleicht den Streckenabschnitt von Saalfeld bis nach Berlin schaffen. Der Rest wird ein bisschen schwierig. In Leipzig brauchen wir eh den Bahnhof. Wir fahren ja hier oben fahren wir Richtung Erfurt mit unserer Schnellfahrstrecke. Und dann fahren wir hier einmal zack rüber nach Leipzig. Da würde ich den Bahnhof hier reinsetzen haben. Schöner wäre es, glaube ich, hier, dass wir hier als Bogen einmal rüberfahren. Aber für die Schnellfahrstrecke ist das natürlich nicht so geil. Bauen wir ihn hier hin. Hier an die Seite. Ich denke, das ist ganz okay. Da müssen wir nur gucken. Wir könnten den natürlich mal tiefer legen. Einmal hier reinlegen. Gar nicht so schlecht, ne? Können wir noch Brücken drüber bauen? Vielleicht ein bisschen viel aufgerissen hier. So würde vielleicht auch reichen. So, das hier so einmal einebnen. So. Und dann hier den Bahnhof reinlegen. Jetzt mal kurz gucken. Das dürfte aber als Brücke gehen, ne? Ja, falsch gedacht. Aber das hier geht definitiv. Das hier einmal rüberziehen. Boah, ist das auch gerade. Das ist also perfekt. Jetzt ist die Frage, was bauen wir hier rein? Ich will nicht immer den deutschen Bahnhof benutzen. Ich wurde auch gefragt, ob ich mal diesen tollen Kanjis modernen Hauptbahnhof benutzen kann. Das Problem an diesem Bahnhof ist, wir können den mal hier hinbauen. Er hat keine Zusatzkapazitäten. Ne? Und die Kapazitäten an den Bahnsteigen sind halt schon sehr, sehr beschränkt. Das ist halt das Problem an diesem Bahnhof. Eigentlich ist der ziemlich cool. Gerade auch für Leipzig. Wenn wir hier wird eine Fernverkehrsstrecke. Und dann würde ich definitiv sagen, wir machen den gleich 600 Meter lang. Haben wir dann auch mehr Kapazitäten? Ja, da haben wir schon gute Kapazitäten, ne? Wenn wir den hier reinbauen in Leipzig, könnte das gar nicht so schlecht sein. Mal den hier tiefer reinsetzen. Cool ist der ja schon. Machen wir nochmal zwei Durchgangsgleise rein. Falls wir hier irgendwann einen Güterverkehr durchführen, der auch noch kommen wird. Wie gesagt, ich kann das nicht oft genug sagen. Diese Staffel wird so lang werden. Wir sind jetzt bei Folge 20. Und haben drei Fernverkehrslinien und zwei Nahverkehrslinien. Also hier wird noch so viel passieren. Also alles nach und nach. Ich baue den mal hier rein. Ja. Ach, hier war auch das Problem, dass die Bahnsteige verschwinden. Eigentlich ist der ja recht cool, aber nee. Das ist alles andere als schön. Den haben wir schon. Hauptbahnhof Düsseldorf frisst zu viel Geld. Dann hätten wir noch den Bahnhof Viersen. Der ist mir ein bisschen klein für hier. Dann haben wir noch die Elevated Train Station. Die ist eigentlich auch ziemlich genial. Full Roof, No Roof. Ah, ich glaube für hier. Da hört es dann auch schon auf. Die Baltimore Penn Station haben wir noch. Wir haben natürlich den Hauptbahnhof Leipzig, aber ich habe es
Ich habe gesagt, das ist einfach zu überdimensioniert. So viele Linien werden hier nicht hinführen. Das ist einfach too much. So leid es mir tut. Aber ich glaube, der Hauptbahnhof hat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ja, der hat 24 Gleise. Das ist halt einfach viel, viel zu groß. Und dann bleiben wir am Ende wieder bei unserem deutschen Bahnhof. Ja, 6 Gleise. Oder wir bauen erstmal 2. Machen wir hier in Rot. Das sind nämlich die Fernverkehrsgleise. Hochgeschwindigkeit machen wir natürlich 320 Meter. Mit Oberleitung. Dach keins, das bauen wir alles selber. Und dann bauen wir den erstmal hier hin. Das sind die mittleren Gleise. Zack. So, jetzt planieren wir hier noch ein bisschen, dass wir hier noch ein bisschen Platz haben. So. Den Eingang hätte ich auch gleich beim Bauen wegmachen können. So. Die Unterführung machen wir auch mal weg. Das ist aber, wir sollten auch langsam mal anfangen, die ganzen Bahnhöfe, die wir gebaut haben, dann auch mal auszugestalten. Sonst haben wir irgendwann 20 Bahnhöfe, die wir ausgestalten müssen. Wäre natürlich auch nicht so genial, ne? Sondern das sollte man dann mal relativ schnell nachholen. Gleiser. So, die Länge passt. Ich würde aber gerne das als Inselbahnsteig machen. Dann hier Gleise ran. Dass das der Inselbahnsteig ist. Hier vorne machen wir dann moderne Plattformen hin. Machen wir aber genauso lang. So. Und hier ist ja gar kein Inselbahnsteig mehr, ne? Da sehe ich das falsch. Da sehe ich falsch, ne? Das war jetzt gewollt und nicht gekonnt. Machen wir das folgendermaßen. Machen wir hier, wie wir es nämlich wollten, Durchgangsgleise. Genau. Und dann hier den Bahnsteig hin. Dann nochmal Gleise. Problem ist nur, ich habe jetzt hier keinen Zugang. Das ist das Problem dabei. Ich würde das gern so lassen.
Aber dann können wir hier vorne keine Gebäude hinbauen. Was ein bisschen blöd ist. Da müssen wir es umgedreht bauen. Wir bauen das einfach umgedreht. So. Da machen wir nämlich hier die Plattform hin. Seht ihr, und so vergeht die Zeit bei den Folgen. Das ist der Wahnsinn. Diese Staffel wird alle Dimensionen sprengen, die jemals auf meinem Kanal stattgefunden haben. So, und dann machen wir nämlich hier. Das sind die zwei Fernverkehrsgleise. Das sind die zwei Fernverkehrsgleise. Genau, und dann machen wir hier noch mal ein Gleis hin. Aber das machen wir eins kürzer. Damit der Bahnhof nicht so symmetrisch aussieht. So. Genau. Nahverkehr, Nahverkehr. Fernverkehr, Fernverkehr, Nahverkehr, Nahverkehr. Genau. Das ist doch eigentlich ganz cool. Das gefällt mir. Passagiergebäude. Bonner nehmen, ne? Einmal den. Das ist zu groß. Wie sieht denn das aus? Ist gut aus? Oder eher doof? Ich gar nicht so schlecht, ne? Könnte man echt so lassen. Zusatzkapazität. Eigentlich gefällt mir das sogar. Schlecht ist es nicht. Auch gleich das Dach hier des Bonner Bahnhofs. Nö, kann man so lassen. Gefällt mir. Überall Oberleitung. Jawohl. Doch. Das gefällt mir. Und da müssen wir gucken, wie wir dann hier reinfahren. Jetzt würde ich hier erstmal. Hier haben wir ja schon die Gleise, ne? Das war hier. Hier haben wir auch den Inselbahnsteig, ne? Ich bräuchte hier tatsächlich ein Kopfgleis. Ein Kopfgleis brauchen wir. Plattform, ist egal welche. Nee, ist nicht egal welche. Die mal durch. Zack und zack. Dann müssten wir hier jetzt ein Gebäude hinstellen können. Betonung ist immer so geil, ne? Müssten. Genau. Mal hier nur den falschen Bahnsteig. Schön, ne? Wunderschön. Die 120. Was machen die Linien? Das ist schon recht gut. Und Abfahrt. Welche Plattform hatte ich denn hier? Die brauchen wir gar nicht. Hier brauchen wir gar keine Plattform. Geht auch so. Trotzdem ein bisschen komisch aus, ne? Jetzt von hier einen Fußweg wegbauen, ne? Wo ist der 6 Meter hier? Ist das, glaube ich, lebensgefährlich, ne? Obwohl, es geht eigentlich. Einmal hier rum.
Okay. Dann müssen wir aber, wenn würde ich hier durchgehend die Gebäude bauen. Das sieht sonst doch arg komisch aus. Waren das die? Eins größer, ne? Genau. Ach, kennt ihr das vom Bauen, wenn ihr irgendwie Pläne habt und dann doch wieder davon abkommt und dann sieht es doch doof aus und dann macht ihr neue Pläne? Das ist immer schwierig. So. Ich glaube, so ist das Ganze besser. Ja. Das sieht schon besser aus so. Und wir haben hier natürlich mehr Platz. Auch wenn mir das mit der Kurve hier runter nicht so wirklich gefällt. Schon so abgeschnitten, ne? Aber Mai ist halt so. Was ist das denn? Mal Kollisionsobjekte rein. Kollision. Damit sich hier nichts mehr reinbaut. Okay, dann haben wir hier unser Kopfgleis. Und dann können wir ja von hier losdödeln, ne? 140 Oberleitung, ja. Würde ich hier einmal mit über die Brücke drüber. Wir müssen ja hier nach Jena. Einmal hier mit rüber. Hier nach unten. Dann würde ich den Bahnhof hier unten reinbauen. Direkt einmal hier Tabula rasa, alles weg. Einen kleinen feinen Bahnhof hier rein. Könnten wir mal den hier nehmen. Den modernen Regionalbahnhof. Mit zwei Gleisen. Ohne Durchfahrgleise. Mit zweitem Straßenanschluss stellen wir den hier schön rein. Zack. Passt. Wie viel Kapazität? Ist okay. Gut. Dann fahren wir hier einmal in die Kurve nach unten. Hier. Bisschen tiefer noch. So also ein bisschen. Dass die Brücke nicht so ganz hoch ist. Hier per Brücke drüber. Ist immer noch ein bisschen hoch, aber passt schon. Ah, diese Steinbrücken sind schon nice. Was war das? Ah, okay. Einmal die. Über die muss die Saale sein, ne? Halle an der Saale, genau. Das ist die Saale. Springt auch in Saalfeld, macht auch Sinn. Bevor wir hier aber weiterbauen, müssen wir das Gleis hier natürlich noch einmal hier rüber ziehen. Hier eine Doppelkreuzweiche. Und dann macht das auch Sinn. Da kann hier rein und dann wieder raus. Da müssen wir in den Bauernhof, ne?
Einmal hier rum. Ein kleines Stück weiter. Als Brücke. Und ist das zu nah am Wasser abgeschnitten? Ich finde, das sieht immer so bescheiden aus. Na, so ist besser. Ja, aufgrund der Größenordnung der Karte dauert halt ein so eine Strecke extrem lang, ne? Auf anderen Karten, die groß oder sehr groß sind, ja, da baut man einen so eine Strecke halt in einer Folge mit Zügen, allem drum und dran. Hier dauert das alles natürlich ein bisschen länger. Hier haben wir auch einen großen Höhenunterschied, ne? Na gut, wir könnten hier reinfahren. Dass wir den Bahnhof hier reinsetzen. Nur würde ich auch machen. Streckenführerisch auch schöner. Hier lang und dann nach hier oben. Ich glaube, dass es schicker aussehen wird. Definitiv. Ups. Nehmen wir den Ast hier mal weg. Ja, besser wäre sogar hier irgendwie. Bauen wir hier oben hin? Warum nicht? Wie gesagt, die Städte bauen sich alle wieder nach. Da wollen wir uns gar keine Gedanken machen. Das ist gar kein Problem. Dann bauen wir nämlich den Bahnhof von Halle hier oben rein. Fahren dann hier in der Kurve nach oben. Genau, so ist der Plan. Hier nehmen wir wieder dann so einen standarddeutschen Bahnhof. Sollen hier, hier könnte man noch mehr machen, ne? Auch von Hannover, Braunschweig, Halle, Gera, Zwickau. Könnten wir auch machen. Dann würde ich hier nämlich gleich 4 Gleise machen. Könnten wir aber auch mal 10 Meter Bahnsteige machen. Ah, nee, das ist zu groß. Das ist alles andere als schön. Wir brauchen die Länge der Bahnsteige schon. Da geht halt auch kein Weg dran vorbei. Die Länge brauchen wir schon. Das ist halt leider so. Wenn nicht sogar noch länger. Passagiergebäude. Ruquiche. Ah, ist ein bisschen klein. Timisoara. Ah, das passt hier nicht so wirklich. Bremen-Wegesack auch nicht. Station B. Die hat man noch nicht oft, ne? Das wäre auch recht schön. Aber auch ein bisschen zu groß. Nehmen wir hier mal die. Mal 4 Stück. Und an die Seite. Können wir eigentlich noch die bauen. Das passt gut. So, dann fahren wir einmal hier rum. Ein bisschen enger. Und dann hier über die Brücke. Die Strecke, die von hier hinten kommt, die lasse ich dann hier. Ja, wir machen das so, dass die andere Strecke dann noch oben drüber fahren kann. Genau, die kommt dann hier von oben. Hier machen wir einen kleinen Tunnel rein. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann aber so ein Standardportal.
dass wir hier einen kleinen Tunnel verbauen, der dann hier wieder rauskommt. Machen wir hier 100, mal 100 hier an der Stelle. So. Ja, und die andere Strecke kommt von hier oben und kann hier reinfahren. Und hier machen wir dann die Brücke. Hier rüber. Das passt. Das passt sogar super. Hier könnten wir von der Berliner Hochbahn nehmen. Nur die Pfeiler dann selber setzen. Und das verbinden wir dann einmal nach hier hinten. Gucken, was das Spiel macht, wenn ich das direkt verbinde. Jo. Das gefällt mir sogar. Sehr schön. Cool. Und dann einmal nach Leipzig hier hoch. Da würde ich die hier nehmen. Die linken Gleise. Hier einmal gerade. Dass wir die hier noch aneinander führen können. So. Und wenn ich die gleich runterziehe, was macht das Spiel dann? Wahrscheinlich nichts Gutes, ne? Ein Tunnel. Obwohl, das geht eigentlich. Wenn ich jetzt hier aufschütte und hier aufschütte. Ui, schneidet aber richtig, ne? 80, 84. Ich würde jetzt, das Einzige, was ich machen würde, den Bogen so ein bisschen größer, dass wir hier so ein bisschen mehr Geschwindigkeit haben. Aber ohne Tunnel. Links. Und links. Wir machen das mal links. Tunnel. Ach man, Transport wie vor. Wenn ich einmal verklickst manchmal, dann war es das schon. Hier. Bisschen an die Topografie anpassen. Ja, das sieht dann schon ein wenig besser aus als eben. Hier dann so. Das sieht dann nicht so aus, als wäre das extra für die Gleise da reingeschnitten worden. Und wenn wir dann da eh noch Wälder und alles hinbauen, dann sieht man das eh nicht mehr. Okay. Damit hätten wir den Streckenabschnitt von Saalfeld hier gebaut. Fahren hier quasi raus. Hier runter. Mal hier auch nochmal ein bisschen schön machen. Das werde ich dann aber noch ein wenig mehr verschönern. Ja, mit Bäumen und etc. sobald die Linie liegt. Das ist natürlich jetzt erstmal nur die grobe Strecke. Einmal hier rüber. Gerade den Abschnitt finde ich toll. Links und dann hier rechts und wieder links. Und dann fahren wir hier einmal hier über die Elbe nach Lutherstadt. Könnten wir hier eigentlich auch einen Bahnhof reinmachen, ne, wo die Schnellfahrstrecke in der Mitte durchgeht. Dann fahren wir nach Berlin.
Haben wir hier einen Tunnel nach Berlin. Und dann mal gucken hier oben. Mal gucken, was ihr meint. Gut. Das war's dann erstmal für diese Folge. Die erste Hauptstrecke ist im Bau. Und dann, ja, sage ich Dankeschön. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.